doch nicht beantwortet, wie ich erwarte. Und warum ist das oder warum kann das sein? Es gibt verschiedene Gründe in der Heiligen Schrift. Und in Jesaja 59, Vers 1 lesen wir, siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Und seine Ohren sind nicht dick geworden, dass er nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und eurem Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass ihr nicht gehört werdet. Lassen wir noch Gott um seinen Segen fragen. Lieber Vater im Himmel, wir danken nochmals, dass wir uns hier versammeln können in Freiheit. Und wir danken für die Anliegen, die wir auch erwähnt haben. Wir danken für die Leute, die hier als Gäste gekommen sind, auch aus dem Ausland. Wir beten auch für unsere Geschwister, die das Wort herausbringen. Wir beten auch für Bruder Willi, für Weisheit, dass du ihm hilft, mit denjenigen, die online sind, und heilsame Lehre lieben, weiterzumachen. Wir beten für diejenigen, die nicht hier sein können, wegen gesundheitlicher oder anderer Gründe. Wir beten, dass du sie segnet. Wir danken auch für Simon und Laura, die sich verlobt haben. Wir danken für Andreas und dass er hier auch sein kann. Wir beten, dass du weiter deinen Segen schenkst an alle Gäste, die gekommen sind, um etwas von deinem Wort zu hören und auch deine Gegenwart zu genießen, dass wir dir wirklich in Geist und Wahrheit anbeten können. Wir danken dir und loben dir und fragen deine Hilfe für die kommende Stunde. Das fragen wir in Jesus Christus Namen. Amen. Also hier wird eine Warnung gegeben von Gott durch den Prophet Jesaja. Und erstens, er wird gesprochen von des Herrn Hand, ein Hinweis zu dem Herrn Jesus Christus, die ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Jesus kann dich auch als dein Herr helfen. Und er hört dich auch. Aber die Frage ist, beantwortet er deine Gebete? Und der Grund damals hier in Israel, geschichtlich, ist, dass das Volk Israel Untugenden und Sünde begangen habe und die Sünde und Untugenden, die scheiden und verbergen das Angesicht Gott von seinem Volk. Und Gott weiß alles, er kennt deine Anliegen, er kennt deine Sache, auch die Sache, die du vielleicht nicht hier erwähnt hast, als Gebetsanliege, auch vielleicht nicht am Dienstagabend, wenn wir unsere Gebetszeit haben, aber Gott weiß ganz genau, was in deinem Herzen lebt. Die Trauer, die Sorge, die Anliegen, die Wünsche, die heimlichen Wünsche, Gott weiß alles. Und es gibt Gründe, warum er nicht antwortet. Er hat es vielleicht schon gehört, aber Gott in seiner Weisheit wartet oft mit einer Antwort. Und ich habe gerade vor dem Dienst noch gesprochen mit dem Schwiegervater von Bruder Michael. Er hat gesagt, wir haben schon gebetet, um hier zu kommen, aber das wurde verzögert. Wir müssten noch mit einigen Leuten sprechen, die Gott vorbereitet hat. Und wenn wir dann später offene Tür bekamen, um da durchzukommen, konnten wir genau zu diesen Leuten zeugen von der Gnade Gottes. Und das kann auch ein Grund sein, warum Gott ab und zu sagt, in deinem persönlichen Gebetsleben, warte. Ich habe dich gehört, aber warte und auf meine Zeit soll ich das Gebet beantworten. Und dann weißt du, da verstehst du es oft nicht. Und das Problem, was wir dann haben, werden wir ungeduldig und sagen, wieso Gott, wieso hat Bruder so und so ein Gebet beantwortet bekommen und ich noch nicht? Und dann sagt der Herr oft, schau auf mich und harre des Herrn. Und das ist eine der schwersten Dinge, die wir lernen müssen als Christen. Ich ebenso gut als alle, die hier sitzen, auf den Herrn warten und dass der Herr auf seine Zeit dann plötzlich einen Durchbruch gibt und dann plötzlich geht einer nach dem anderen. Und dann schaust du dann zurück und dann denkst du, ah, ich verstehe schon, warum ich erst warten musste. Gott möchte mich prüfen. Warum? Weil wir sind ungeduldige Kreaturen. Amen. Wir möchten direkt sofort eine Antwort haben. Und ich spüre das ab und zu auch, seit einer von euch ein Bibelstudium, dann hat er ein Wort oder an Dingen, dann ruft er an den Pastor. Pastor, ich habe einen Fehler gefunden in der Heiligen Schrift. Oder was bedeutet das? Man muss direkt eine Antwort haben, richtig. Und man hat selber etwas gelesen und hat man keine Zeit, um darüber zu warten und eine Konkordanz zu nehmen und um zu suchen, weißt du was, ich rufe den Pastor mal an. Und er muss mir, wenn am liebsten, sofort eine ganz klare Antwort geben. Und das ist eigentlich auch so, wie wir sind in Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Gott, ich habe hier ein Bedürfnis. Und du bringst es bei den Herrn und den Herrn, die sagt vielleicht, ich habe schon gehört, aber du brauchst Zeit. Ja, auf meine Zeit beantworte ich dieses Gebet.
Und das ist auch eine Sache, dass du geprüft wirst von Gott. Und Gott möchte wissen, hast du Geduld und Glaube, um auf Gottes Zeit zu warten? Oder bist du ungeduldig und sagst, naja, das dauert schon ein bisschen lange. Ich gehe selber mal was bedenken. Das ist eigentlich wie Saul diese Fehler gemacht hat. In 1. Samuel als Beispiel wartet Gott mit einer Gebetserhörung. Und Saul, die kann nicht warten. Ich glaube, 1. Samuel, Kapitel, ist es geblieben, 12, dachte ich. Dann sehen wir einen Saul, die nicht warten kann. Und er geht selber opfern. Und er übernimmt das Priesteramt, eigentlich ein Bild des Antichrist, der das Priesteramt übernimmt, als der falsche König, Priester. Und dann lesen wir in Vers, und ist ihm auch halbteils ungehorsam, ist auch eine Sache, die Gott lernen möchte, dass wir lernen, Gott zu gehorchen, dass wir alles auf dem Altar legen und nicht immer ab und zu nur das tun oder das geben, was uns gefällt. Aber dass der Herr sagt, ich will, dass du alles, was du hast, mir gibst und dann kann ich einen vollen Segen geben. Saul zum Beispiel, die hat dann nicht vollkommen richtig getan. Und er sagt in Vers 23 von 1. Samuel 12, esse aber auch ferne von mir, mich also an dem Herrn zu versündigen, dass ich sollte ablassen, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Also ab und zu kann es so sein, dass Gott eine Gebetserhörung verzögert, auf dass wir einfach beten bleiben. Das kann sein mit deinen Kindern. Du siehst nicht direkt eine Antwort und du verstehst nicht, warum sie einen bestimmten Weg gehen. Es kann so sein, dass Gott uns helfen möchte, um nah bei ihm zu bleiben und einfach zu beten. Nicht ablassen im Gebet, das kann auch eine Sünde sein. Beharre im Gebet, dass Gott möchte sehen, dass du wirklich vom Herzen etwas haben möchtest, von du weißt, das ist richtig, das ist nach der Schrift. Die Bibel die gibt eine Menge Sachen als Beispiele, warum ein Gebet nicht beantwortet wird. Und hier, aus in Jesaja 59, ist das Erste, da können unbekannte Sünden sein. Wenn du sitzt, du bist noch nicht errettet, ist ganz einfach. Die Gebete können schon bei Gott aufkommen, aber Gott hört vieles nicht. Warum nicht? Dass du erst lernst zu ersehen. Das Wichtigste ist, dass du dich versöhnen lässt mit Gott durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das Allerwichtigste. Wenn du einmal versöhnt bist, kann es sein, und es ist das Schwerste, um deine persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn unverschmutzt zu behalten. Der Feind möchte, dass wir uns verschmutzen, Weltsinn aufnehmen und einfach ist das wie Borderline-Idee, wie viel kann ich noch sündigen und doch irgendwo noch in gemischten Gemeinschaft mit Gott bleiben? Das ist nicht richtig. Das gefällt der Herr überhaupt nicht. Eine Person, die ein Freund der Welt sein will, wird ein Feind Gottes werden. Das ist, was die Schrift sagt darüber. Und eigentlich muss man sagen, das Buch, was wir hier haben, ist eigentlich ein Gebetsbuch. Früher war ich in der reformierten Kirche, kaufmännische Kirche in Niederlande, da hat man Gebete, Gebet für ein Begräbnis, für Gebet für eine Person, die krank ist, ein Gebet für eine Hochzeit, Gebet für einen Katechismus und hat, vor allem hat man ein Standardgebet, wie eine lutheranische Kirche oder orthodoxe oder katholische Kirche. Aber das Buch, was wir hier haben, ist eigentlich ein Gebetsbuch. Gott handelt mit den Menschen und der Mensch möchte zu Gott kommen und Gott antworten. Und oft ist es so, dass die meisten Leute Gott suchen, wenn sie ein wenig große Ärger sind. Und ich sage immer, sei nicht so dumm. Ich war auch so dumm. Um zu warten, bis du selbst durch deinen eigenen Blödsinn in Ärger gekommen bist und dann anfängst, Gott anzurufen. Das muss nicht so sein. Simon Petrus, die möchte dann zum Herrn kommen, auf dem Wasser. Und er sagt, na komm mal. Und er hat im Wasser gelaufen. Simon Petrus klettert aus diesem Schiff und geht dann auf dem Wasser. Und dann fängt er nicht mehr an, auf den Herrn zu schauen, aber fängt an, auf die Welle und die Dunkelheit und das Meer zu schauen. Und er fängt an zu sinken. Und dann sagt der Herr, hilf mir. Und dann ist der Herr da, um ihm rauszuhelfen. Und das ist eigentlich, wir fangen an im Glauben. Du bist erlöst durch Jesus Christus Blut. Du fängst an, mit dem Herrn zu gehen. Und sehr schnell wirst du abgelehnt. Wetterwendig, sagt man das so schön auf Deutsch.
wenden am Hand vom Wetter. Das kann schön sein, das kann schlecht sein. Und so sind die Laune oder so ist der Glauben von vielen Christen. Das ist verbunden, weil wir nicht uns festhalten an dem, was Gott sagt. Die Beziehung mit diesem Buch ist ein Ausdruck von deinem Glaubenswandel mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn du nicht Zeit nimmst mit Gott und sein Wort, dann bist du schnell wetterwendig, wie Simon Petrus, und ab und zu denkst, oh, ich sinke. Oh, Jesus hat mich. Oh, preis den Herrn. Oh, ich bin wieder verloren. Weißt du, das ist so das Hin und Her. Und so sind viele Christen in den letzten Tagen, weil sie keine gesunde Beziehung haben, eine konsistente Beziehung haben mit dem Herrn Jesus Christus, ihrem persönlichen Heiland. Nun, es gibt Leute, die kaum beten. Warum nicht? Sie fühlen sich zu wichtig. Ich brauche kein Gebet. Ich packe das selber schon. The self-made man. Dann die sich selbst befriedigende Person. Ja, ich bete eigentlich nicht, ich bin schon okay. Und nun, wenn ich etwas brauche, dann fange ich an zu beten. Und dann hast du die Person, die so beschäftigt ist mit sich selber, sie hat keine Zeit, um zu beten, um Zeit mit Gott zu verbringen. Man kann es vergleichen mit kleinen Kindern, als Kinder bekommen, so wie ein kleiner da. Und was braucht kleine Andreas eigentlich dauernd? Aufmerksamkeit, Nahrung, Schutz, Liebe. Gimme, gimme, gimme. Das ist gut. Aber wenn Andreas 20, 30, 40, 50, 60 Jahre ist und ist noch immer am Bedürfnis nur Liebe, Aufmerksamkeit, Nahrung und gibt nichts, dann ist etwas nicht richtig in seinem Wachstum gewesen. Da kommt ein Punkt, dass ein Christ am Anfang, als junger Christ, dann sagt, da fangst du an zu beten, Herr, ich brauche das, das, das und das, hilf mir mit das, das und das und das und das. Und das ist nur eine Liste von Anliegen. Wenn du wächst in der Gnade Gottes, da kommt ein Punkt, dass du wie eine normale erwachsene Person auch sagst, ich möchte etwas zurückgeben, ich möchte etwas tun für den Herrn. Ich möchte den Herrn loben, preisen, anbeten. Ich möchte etwas an den Herrn bringen, weil er hat so viel Gnade an mir bewiesen, er hat so viel Gebete erhört. Hast du mal eine Liste gemacht mit Anliegen? So, an Seite, eine Spalte Anliegen und andere Spalte Gebetserhörungen. Versuche es mal zu nehmen. Ich habe so ein kleines Büchlein, kannst du nehmen und sagst du, was ich an der Hinterseite, schreibe ich einfach so nieder Gebetsanliegen und wie sie erhört worden sind. Und einfach ein Jahr mal durchhalten und nach einem Jahr mal schauen, was Gott beantwortet hat. Da bist du erstaunt, wie viel Gott beantwortet hat. Und wir denken oft, wir vergessen oft, dass wir gebetet haben und Gott gibt eine Erhörung und wir vergessen dafür zu danken. Und das geht ein nach dem anderen und sagt nach Gott nach einiger Zeit vielleicht, ja, weißt du was, wenn du so viel betest und ich beantworte so viel und du vergisst die Hälfte auch noch und die andere Hälfte dankst du nicht mal dafür, vielleicht brauchst du was mehr Schwierigkeiten, dass du nicht vergisst die Gnade, die ich dich täglich gebe. Das sind kleine Dinge. Und nochmals, ein Kind, was ein Geschenk bekommt und dann einfach nicht sagt, Dankeschön, Papi, Mama, und sagt, oh, ist das alles? Das ist unangenehm. Und das kann auch bei uns als Kinder Gottes so sein. Gott schenkt uns, Gott gibt uns eine Antwort und wir denken so von, ja, schön, Herr, aber ich habe hier noch einen, oh, da kommt wieder eine Liste. Also Dankbarkeit ist ein wichtiger Punkt und auch ein Punkt mit Wachstum, um anzufangen im Gebet, Gott mal zu loben, für wem er ist, zu anbeten und dann zu preisen und dann zu danken. Und dann kommt das Punkt vielleicht von Sünde bekennen, wie Jesaja 59 hier sagt, die Sünden von Gottes Volk trennen, das Volk von Gottes Angesicht. Und dann kommt vielleicht für Bitte, erst für anderen, deine Frau, deine Kinder, deine Gemeinde, was auch. Und dann am Ende kommst du mit deinen Bedürfnissen. Danke für ihn. Genau. Und das ist eigentlich ein normaler Wachstum, den man hat. Am Anfang ist alles ich, das ist normal bei kleinen Kindern. Aber wenn man wächst, kommt ein Punkt, dass man sich bekümmert um anderen. Und vor allem um unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Ab und zu sind wir in Schwierigkeiten und werden wir gezwungen zu beten. Das kann ein Grund sein, warum Gott ab und zu noch nicht direkt ein Gebet beantwortet. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 11. Da haben wir eine bekannte Geschichte von der Saulus. Die ist gerade zum Glauben gekommen und hat eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt. In Apostelgeschichte 9, Vers 11. Da haben wir der Herr, die in Gesichte zu Ananias spricht und dann sagt er in Vers 11 von Apostelgeschichte 9, der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heißet, die Richtige, und frage in den Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tarsus,
dan zie je, er betet. Maar ja, Saulus had zijn gezicht verloren. Hij had een erscheining van Jezus persoonlijk bekomen. Er is dat licht dat aanvang had te schijnen. In Apostelgeschiedenis, in 1 Mose 1. En daarvoor had Paulus, of de Saulus, gebeten gezaakt. Jüdische gebeten. Zoals onze vader, de Rozenkrans, zoals Maria enzovoort. Maar nu had hij van harte aanvangen zu ihm te roepen. En ik denk, wenn du zurückschaut in deinem Leben, komt dan een punt. Du hast vielleicht ein bisschen Bibelkenntnis, du hast vielleicht christliche Eltern. Aber kommt dann ein Punkt, dass du wirklich ganz am Boden bist und dann fängst du zum ersten Mal in deinem Leben vom Herzen zu Gott zu beten. Ich weiß, bei mir war das 90 Jahre alt, voll betrunken, 83 irgendwo in Groningen, der einzige Stadt mit aller Cafés und Bars offen, 24-7. Und da habe ich gedacht, was tue ich hier? Gott, wenn du da bist, zeig mir. Am nächsten Tag habe ich dann einen Christ getroffen, die gefragt hat, hast du Interesse, mit mir das Johannes-Evangelium zu lesen? Wer ist Jesus? Und zweitens, was musst du tun, um ewiges Leben zu bekommen? Da habe ich gedacht, ja, ich habe damals, das konnte ich noch erinnern, irgendwo erstmal echt gebetet. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und ein halbes Jahr später, mit meinem sturen holländischen Kopf, habe ich verstanden, ich muss nichts tun. Jesus hat alles getan für mich. Das ist angefangen mit einem Gebet von halb betrunken da, mitten in der Nacht. Und ab und zu brauchst du das auch zu haben. Du bist ganz unten, das wegen eigener Sünde gemacht und dann fängst du an, wie Saul, Gott anzubeten oder Gott zu suchen. Jahren her war da ein Evangelist und die hat am Tisch gesessen mit einem Atheist und dann hat er gesagt zu der Atheist, bitte, ich möchte gerne kurz beten, hat dann ein Gebet ausgesprochen zu seinem Herrn und Heiland, um das Essen zu segnen. Und dann hat diesen Atheist hat sich aufgeregt und gesagt, ich sage niemals, frage niemals Gottes Segen am Anfang einer Mahlzeit. Nein, hat der Evangelist gesagt, auch mein Hund tut das nicht. Tiere fragen keinen Segen über Essen, die unsere Hund auch, die kann nicht warten und die betet nie, die greift an, um Essen zu bekommen. Wie, ja, das sind wie Menschen, die wie Tiere sind. Und leider ist das bei vielen Christen so, sie benehmen sich wie Tiere, sind undankbar und verstehen nicht, dass alles Gute vom Herrn kommt, auch ihre Nahrung. Ich war, glaube ich, Katholiken, die haben ihre Standardgebete, aber wenn Jackie Kennedy das Gehirn von ihrem Mann 1963 über den Auto fliegen sah, dann hat sie geschrieben, oh mein Gott, da hat sie angefangen zu beten. Ein Atheist, der aus dem Flugzeug geschmissen wird, die sagt, oh mein Gott, er betet vom Herzen. Oh Mama vielleicht noch, sagte dann, aber meistens ist es, oh mein Gott, ja. Wenn die Jünger Jesu gefragt haben, haben sie niemals gefragt, Herr, lern uns predigen, Herr, lern uns lehren. Nein, sie haben gefragt, Herr, lern uns bitte beten. In Lukas 18, Vers 1 sehen wir, er sagt ihnen aber ein Gleichnis, dass man allezeit beten und nicht lass werden sollte. Lukas 18, Vers 1. Allezeit beten. Und nochmals, das erste Kennzeichen, wenn du von neuem geboren bist, vom Herzen, du fängst an, ein Verlangen zu bekommen, um zu beten. Einfach dein Herz aufzuschütten für den Herrn. Ich meine, gut, wenn wir zum Glauben kamen in den Niederlanden, das war im Jahre 80, bei Jungs zusammengerufen und wir haben einfach Zeit genommen, um zu beten. Um zu beten für unsere ungläubige Familie, Brüder, Eltern, Fußballfreunde, Studenten und so weiter. Einfach Zeit nehmen im Gebet. Einmal während der Woche, morgen früh kamen wir zusammen. Und dann noch einmal Samstagmorgen, 6 bis 8 Uhr, haben wir angefangen für Missionaren, für Länder, für unerreichte Stämme zu beten. Und viele von den Jungs sind nun Missionar geworden in andere Länder. Ich war noch gut, in der Bibelschule in den USA hatten wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Schule und dann bis 10 Uhr abends. Und dann von 10 bis 11 Uhr waren da immer ungefähr 10, 12 von den 30 Jungs, die haben dann Zeit genommen, um für einander zu beten und für Missionare oder für die Gemeinde oder was auch zu beten. Meine gut, von diesen 10, 12 sind 8 Missionare geworden. Und keine von den anderen, war das 18, die niemals gebetet haben, sind überhaupt Missionare geworden. Aber von diesen 10 bis 12 sind 8 Missionare geworden, die nur als Vollzeit seit mehr als 20 Jahren den Herrn dienen in Asien, Afrika, Südamerika und Europa. Gebet. Manche haben gesagt, Gebet ändert vielleicht nicht Gott so viel, als dass es unseren Herz ändert. Weil Gebet hilft, dein Herz
in Übereinstimmung zu kommen mit dem, was auf Gottes Herz ist. Und Gottes Herz ist heilig und gut, und dein und mein Herz auch als Christ ist auch oft unheilig. Hat allerlei Wünsche und Verlangen, die nichts mit Gott zu tun haben. Paulus sagt, betet ohne Unterlass in 1. Thessaloniker 5, Vers 17. Und der erste Grund, warum Gott Gebete nicht beantwortet, ist, dass du nicht fragst. In Jakobus Kapitel 4, Vers 2 sagt die Schrift, ihr seid begierig und erlanget es damit nicht. Ihr hasset und neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und kriegt. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Ein Grund, warum Gott ein Gebet nicht antworten kann, ist, wenn du nicht darum bittest. Du musst darum fragen. Du kennst es bei eigenen Kindern auch. Du weißt, was Junior will. Und du wartest einfach darauf. Und er soll es nicht einfach nehmen, soll einfach Papi, Mami fragen. Einfach anständig fragen. Und wenn ich etwas ist, was in Ordnung ist, dann bekommt er das auch. Oder bekommt sie das auch. Das ist ganz normal. Also lernen zu fragen. Ab und zu musst du auch lernen zu beten für Dinge, wovon du denkst, ja, die sind schon sehr groß. Kann ich dafür beten? Das ist ein bisschen abhängig von, inwieweit du in deinem Gebetsleben gewachsen bist. Ich denke oft ab und zu, dass wir zu klein von unserem Gott denken. Dass wir deswegen auch zu kleine Anliegen ihm geben. Gott sagt, nochmals als kleine Verheißung, Gott gibt auch Verheißungen in der Schrift, in Epheser 3, Vers 20, dem aber, der da überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Er möchte überschwänglich tun über alles, was du beten kannst. Warum? Du hast an Gott die ganze Universum geschaffen hat, die alle Planeten geschaffen hat, die alle Milchstraße und Sonne und so, hat er das geschaffen, mit seinem Wort. Und diesen Gott kannst du anbeten, aber kannst ihm auch bitten. Frage für große Dinge. Sondern so sehen, dass auch bestimmte Bedingungen da sind. Aber lerne, groß zu beten für Sachen, die wie dich auf dem Herzen des Herrn sind. Und ab und zu ist es wichtig, wie David, dass er sagt, ich bin arm und bedürftig. David sagt das. Wir sind arm und bedürftig ohne ein gesundes Gebetsleben. Unseren Sohn musste 4,5 Monate, glaube ich, 4 Monate im Krankenhaus sein. Danach kam er raus mit Sauerstoff, weil er konnte nicht gut schnufen, gut atmen. Gebet ist Sauerstoff der Seele. Wir brauchen das Blut, das ist die Nahrung, das ist Milch, das ist wie Äpfel, wie starke Speise, wie Wasser, aber Gebet ist Sauerstoff. Und ohne guten Sauerstoff können gute Zellen in Krebszellen verwandelt werden. Und das ist nicht gut. Nehmt Zeit, um zu beten. Wir haben unsere Gebetszeit, du sagst, ja, aber es geht mir nicht. Nehmt Zeit, zu Hause zu beten. Nehmt Zeit mit deiner Frau. Nicht gegen deine Frau, Amen. Mit deiner Frau zu beten. Das ist ganz wichtig. Und Männer, geh voraus darin. Die Frau wartet, dass du sie darin führst, um dich zu beten, mit Kindern zu beten. Du bist das Haupt der Familie und nimm die Zeit im Gebet. Ist so wichtig. Du sagst, ja, ich habe keine Zeit, um zu beten. Na, Daniel war einer der höchsten Regierungsführer in der Schrift, aber hat Überblick über 120 Provinzen, also über 120 Fürsten unter ihm, ihm Rechenschaft geben musste. Er musste vieles tun, aber er hat immer Zeit gefunden, dreimal am Tag zu beten. In Daniel 6, Vers 10. Als nun Daniel erfuhr, dass solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hinauf in sein Haus. Er hatte aber an seinem Sommerhause offene Fenster gegen Jerusalem. Das haben die Muslime kopiert und deswegen müssen sie dann die 3 bis 5 Mal nach Mekka beten. Und hier ist das 3-mal Richtung Jerusalem. Er fiel des Tages 3-mal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er denn vorhin zu tun pflegte. Luther hat das auch gesagt. Ich kann nicht all meine Arbeit erledigen, wenn ich nicht die ersten 3 Stunden am Tag ins Gebet verbringe. 3 Stunden, das ist schon eine Zeit. Und das Zweite, was dein Gebet behindern kann, ist, dass du fragst in einen falschen Grund.
du verlangst nur etwas für dich selber, für deine eigene Lust und Begierde. In Jakobus 4, Vers 1 und Vers 2, wir haben das schon gelesen, lese es noch einmal. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt nicht daher aus euren Wollüsten, die das Streiten in euren Gliedern. Ihr seid begierig und erlangt es damit nicht. Also, man will nur Dinge haben für sein eigenes Vergnügen. Egoismus. Herr, ich brauche das, ich brauche das, ich muss dies und dies haben. Ich kann nicht warten auf das, bitte gib mir das. Wie eine Art von St. Nikolaus Liste oder Weihnachtsliste von Geschenke, die du gerne haben möchtest. Und Jahren her war ein Prediger, hat gesagt, ja, es geht nicht so sehr um, was es ist, aber warum? Warum möchte Gott dir vielleicht etwas geben? So das sein zu seiner Ehre? Wenn du es bekommst, nützt es zu seiner Ehre? Nehmen wir an, jemand sagt, wir möchten gerne ein Auto haben. Einige sagen, ja, ich brauche unbedingt einen Porsche oder einen Lamborghini. Das ist eine andere Geschichte. Aber ein Auto. Okay, nehmen wir an, ich gebe, was machst du mit diesem Auto? Nützt das, um in die Gemeinde zu kommen? Nützt es, um Leute in die Gemeinde mitzunehmen? Nützt es, um Traktaten zu verteilen? Nimmst du Traktaten dabei, um zu verteilen? Oder willst du einfach schön ein bisschen rundum fahren, aber tut nichts dafür für den Herrn? Kann auch sein. Ich weiß es nicht, was es ist. Wir haben nun das erste Mal ein zweites Auto. Das ist eine alte Büchse von meinem Vater geerbt. Und das kann ich genau brauchen, warum? Seit wir die Gemeinde in München angefangen haben. Das passt perfekt. Und ich habe nicht mal dafür gebetet. Er hat es einfach gegeben von nahe. Aber wieso, Herr? Ja, sagt, nee, da kannst du dann mit dann hin und her fahren und so weiter. Und meine Frau kann auch ein bisschen das andere Auto gebrauchen. Also das Beispiel. Und ich sage nicht, dass jeder für zwei, drei Autos beten muss. Verstehe mich nicht falsch darin. Aber Gott gibt etwas mit einem bestimmten Zweck. Und das Zweck sollst du rausfinden und das einfach tun. Nimmst du dann ein Auto, okay, willst du dann Kleber auf dem Auto tun oder schämst du dich, um einen Kleber auf dem Magnetkleber auf dem Auto zu tun? Die meisten schämen sich. Na, ich bin nicht, dass mein Nachbar das sieht oder dass mein Mitarbeiter oder das und das sieht. Es gibt viele Frauen in freievangelischen Gemeinden, die haben keine gläubige Ehemänner. Ich denke, dass in der Schweiz über 60%, 70% ist meistens Frau in den meisten Gemeinden. Und da wird gebetet. Und ich bete, dass mein Mann in die Gemeinde kommt und dann kann ich auch in die Gemeinde gesehen werden mit einem gläubigen Ehemann vielleicht. Ist das die richtige Motivation? Das ist wichtig. Vielleicht sagst du, ich bete nur, dass ich auf die Schwierigkeiten kommen kann und dass ich keine Spannungen mehr habe, dass ich besser schlafe. Aber die Frage ist, hast du eine gute Motivation, um Gottes Angesicht zu suchen? Ich glaube, dass Georg Müller, der bekannte Mann, die, ich glaube, 7 Millionen Dollar reingebetet hat, nur durch Gebet, in den Waisenhäusern betreut hat in Bristol, einen sehr schönen Text hat gehabt als Hinweis, um herauszufinden, ist ein Gebetsanliege vom Herrn oder nicht. Und das ist zu finden in Psalm 66, Vers 18. Psalm 66, Vers 18. Und da hat er immer gedacht, wenn ich ein Anliege habe, und er hat nochmals 7 Millionen Dollar reingebetet, das ist eine große Sache, hat er das Vers immer genommen, um sein eigenes Herz zu prüfen. Und wir lesen da in Psalm 66, Vers 18, wo ich Unrecht vorhätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Was hast du vor in deinem Herzen? Ist das, was du fragst, zu seiner Ehre oder zu deiner Ehre? In eigenem Vergnügen oder für ihn? Es gibt einen anderen Grund, warum Gebete nicht beantwortet werden. Und das ist, wenn man wetterwendig ist. In Jakobus Kapitel 1, Vers 6, 7 und 8 wird einiges darüber gesagt. Jakobus Kapitel 1, Vers 6. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solche Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde.
Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ein Zweifler. Ja, das ist ein Mann, der ist, ist kalt, dann ist er heiß, dann ist er himmelhoch betrübt und dann himmeljauchzt und wieder an der Spitze. Da ist keine Beständigkeit. Und am Moment, dass du den Tag mit dem Herrn anfängst und ihm fragst für Weisheit, mit dem Heiligen Geist gefüllt zu werden und so weiter, tut er das auch. Und es ist an dir, um dann in Glaube zu gehen und zu tun, was er auf dem Herzen liegt, deine Arbeit oder was es auch weiter ist. Die meisten Christen sind sehr wetterwendig. Na alles, was sie tun. Und es kommt zu Zeuge, Gemeindebesuch. Und ich weiß, dass Sturheit kein guter Kennzeichen ist, aber Sturheit im Sinne von konsistent sein in Bibellesen, in Gebet, in Gemeindebesuch, in einem Segen für anderen zu sein, um Zeuge, das ist eine gute Sache. Auch wenn er nicht so, ich fühle mich nicht heute erfüllt, aber das heißt nicht, dass du dann nicht die Schrift lesen sollst oder nicht zeugen sollst und nicht in eine Gemeinde gehen sollst. Das ist eine wichtige Sache. Da war ein Mann, der war ein Zimmermann und musste dann auf ein Dach arbeiten und hat dann versucht, diesen Dingen da festzumachen und plötzlich ist er runtergerutscht und hat gedacht, oh Gott, hilf mir. Und er rutscht weiter und plötzlich, bevor er so nach unten geht, ist da ein Nagel und, so ein, ja, und dann packt ihn dann an seine Hose und krrrt, bleibt da so stecken. Und sagt dann, okay Herr, der Nagel hat mir gehalten. Das heißt, der Nagel hat mir gehalten, ist nicht der Herr, der das Gebet beantwortet, aber der Nagel hat mir gehalten. Weißt du, so sind wir oft. Wir beten, der Herr baut das Gebet. Wie das Gebet beantwortet, denken wir oft, ja, das ist indirekt, ja, Zufall oder ist vielleicht so gut gegangen, weil ich mich gepackt habe. Aber man vergisst Gott die Ehre dafür zu geben. Ich habe oft gedacht, beim jüngsten Gericht, vermutlich, oder bei Gericht Jesu Christi für uns Christen, denke ich, dass Gott vieles zeigt und sagt, okay, ich zeige hier dein Leben und ich zeige erstes Mal, was gut gegangen ist als Dank für deine oder Gebete von anderen oder deine Eltern in deinem Leben. Und dann zeige ich dich auch noch, wie dein Leben hätte sein können, wenn du mehr Zeit im Gebet mit mir verbracht hättest. Weil ich glaube persönlich, dass wenn Himmel und Erde mit Feuer verbrannt werden und wir schauen auch zurück auf die Geschichte der Menschheit, können wir sehen, wie viel hat Gott getan, nur als Antwort auf Gebet. Weißt du, was der Mensch von Natur tut? Und du und ich genau das Gleiche. Etwas geht Gutes und wir sagen, das... Das haben wir getan. Das ist dank unseren wunderbaren Predigt oder Einsatz oder was es auch ist. Etwas geht schlecht. Wieso, Gott, hast du das erlaubt? Und Gott sagt vielleicht, ja, wenn er erstmal gebetet hätte und mir die Ehre gegeben hätte, dann wäre es alles viel besser ausgegangen. Aber wir sind ein bisschen stur, nicht wahr? Wir können schon ohne Bibellesen den Tag anfangen, ohne persönliche Gebete den Tag anfangen, ohne Gebetsstundenbesuche weitermachen. Das kann einiger Zeit gut gehen, aber schlussendlich kommt ein Punkt, dass der Herr sagt, aber du musst nicht vergessen, alle Segen kommen von mir. Alle Segen, an Gottes Segen ist schlussendlich alles gelegen. Und nochmals, ich glaube nicht, dass wir sagen können, Männer unseres Lebens, Mann, ich habe da so viele Stunden verpasst, weil ich habe Zeit im Gebet verbracht. Die Zeit im Gebet ist niemals schlechte Zeit. Das ist immer eine gut investierte Zeit gewesen. Ja, und Herr war mein alter Bruder, der war über 90 Jahre alt, war sterben und ich habe so ein Leute, ganz alt sind, ich werde auch ein bisschen älter, aber ganz alt sind und zum Beispiel 30, 40 Jahre irgendwo in gearbeitet haben, sage ich immer, was ist das Wichtigste, was Sie so gelernt haben in Ihrer Arbeit? Bringt aus, was es ist. Und die Bruder war ein Prediger gewesen, über 60 Jahre, und hat gesagt, was ich gelernt habe und wenn ich zurückschaue, ja, ich habe viel Zeit weggeschmissen. Aber sagte, eine Sache, da habe ich niemals Buß übertun müssen, Zeit, die ich mit dem Herrn in sein Wort verbracht habe, Zeit, um zu zeugen von der Gnade Gottes zu Ungläubigen und Zeit in Gebet mit meinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Da kann ich niemals sagen, das war weggeschmissene Zeit. Wenn ich das auf die Ewigkeit anschaue. Und nochmals, Zeit, um zu beten. Gebet ist eine der schwersten Dinge, weil das sind alle anderen Dinge, die wir denken, dass wichtig sind. Aber wenn du einmal anfängst zu beten, vor allem miteinander, dann denkst du nach einiger Zeit, ich muss da noch und da noch und da noch und da noch und da noch. Und da kommen so viele Dinge, die der Heilige Geist dich in Gedächtnis bringt. Und das fängt einfach an, im Moment, dass du anfängst zu beten. Die Zeit, die meisten
verpasst ist, ist die Zeit, dass man nicht anfängt zu beten. Und darum haben wir ab und zu eine Gebetszeit. Ich glaube, das passt nicht, dann mach etwas anderes und komm zusammen und nimm Zeit, um zu beten. Das ist so wichtig. Und am Moment, dass man anfängt, das zu tun, spürst du auch oft, dass da, ja, an Gottes Segen, ich kann dich stoppen, ich kann dich warnen, aber ich kann dich auch führen an einem Ort, wovon du weißt, da möchte der Herr, dass ich für ihn gebraucht werde. Du fängst an zu beten, weil du hast Probleme mit dem Kind, gesundheitliche Sache, finanzielle Sache. Und du betest und Gott hilft dich und dann bist du weg von diesen Schwierigkeiten. Und dann, was passiert dann? Dann sagen mir Leute, ah ja, nun muss ich nicht mehr die Gebetsstunde besuchen, nun geht es mir gut. Das ist die menschliche Natur. Ich war noch gut im Zweiten Weltkrieg, die Kirche hier in Europa, die war voll. Da wurde gebetet und gefleht für die Männer und Söhne, die am Front waren, die in der Versetzbewegung, Widerstandsbewegung waren, die fliehen müssten und so weiter. Da wurde viel gebetet. Und nach 1945 kam diesen Wohlstand auf und die Kirche sind echt nicht mehr so voll. Das ist weniger Gottesfurcht als 80, 90 Jahre her. Georg Müller, der bekannte Deutsche, die eigentlich in Halle gelernt hat, vor August Hermann Francke, die Waisenhäuser, die durch Gebet behalten wurden. Und August Hermann Francke mit von Karschen war der Gründer der ersten deutschen Bibelgesellschaft, der erste Bibelgesellschaft der Welt. Ja, die wurde dank des Verrats von der Alliierten übergeben an den Russen, die das direkt zerstört haben in der DDR. Die hat mehr als 7 Millionen Euro reingebetet. Hat niemals ein Bedürfnis bekannt gemacht, muss am Ende seines Lebens tausenden Weisen tätig nahren, hat nur gesagt, bitte Gott, beantworte das Gebet. Du kennst die Leute und hat seine Geschichte aufgeschrieben als Beweis, dass in diesen kalten, harten, geldgierigen Zeiten Gott gibt und nicht immer auf Gebet alleine beantwortet. Und nochmals, wenn er nicht gelesen hat, kaufe das Buch von Georg Müller. Und ein Beispiel möchte ich erwähnen. Einmal war er da im Gebet und die Kinder brauchten Brot zu haben am Morgen und er ist früh aufgestanden, 6 Uhr morgens und der Bäcker gefragt, und ist das schon Mehl gekommen für die Kinder? Nein, nein, noch nichts. Und dann um 6:30 hat er der Bäcker angerufen und gesagt, ja, haben Sie Mehl bestellt? Ich sagte, nein, überhaupt nicht. Ja, gibt es hier eine Menge Sacke von Mehl für ein paar Tage für Brot für die Kinder zu backen? Nein, nicht bestellt. Da hast du auch keine Ahnung gehabt. Und der Grund war, dass Müller hat, bevor er ins Bett gegangen war, gebetet, Gott, bitte gib Mehl, wir haben nichts für die Kinder. Die gleiche Nacht, in Bristol, ein paar Kilometer weiter, war ein ungläubiger Bäcker und die konnte nicht schlafen und die hat dann gesagt, ich muss aus dem Bett gehen, hat all seine Mehlsäcke genommen und sie von einem Waisenhaus abgelagert. Ungläubiger Mann. Und Müller wusste nicht, die war schön im Schlaf, aber hat gebetet und hat dem Herrn vertraut, Gott, du sorgst für die Waisenkinder. Anderes Mal war er unterwegs, er hat dann aus über 90 Jahren noch rundgereist in die Welt, um zu predigen. Er musste bei, ich glaube, Newfoundland, aus England kam er dann und da musste er kommen und da hat er dann einen Termin gehabt, um zu predigen. Und der Kapitän hat gesagt, ja, Herr Müller, tut mir leid, ich bin auch Christ, ich verstehe Ihre Probleme, Sie müssen da sein, aber es gibt so einen dichten Nebel, ich kann nicht durchkommen, ich muss einfach warten, es kann Tage dauern. Herr Müller geht nach unten und sagt, bitte Jesus, du weißt, ich muss da sein, um für dich zu dienen. Bitte so, dass der Nebel weggeht. Amen. So wie ein kleines Kind. Er geht nach oben, der Kapitän kommt nach unten und sagt, Müller, Bruder im Herrn, lass wir den Herrn anrufen und beten und flehen. Und Müller sagt, lauf einfach weiter und sagt, ich habe schon gebetet. Der Herr hat beantwortet. Der Kapitän denkt, der hat beantwortet. Er folgt mit dem Müller nach, geht auf den Deck, schaut an. Der Nebel ist so weggegangen. Kapitän sagt, das kann nicht sein, ich bin da so viel mal hin und her gefahren, das kann Tage dauern. Noch niemals so etwas gehabt. Und Müller sagt einfach, ach ja, sagt er, mein Gott steht über die Nebel, über die Welle. Und er hat Gott gekannt, ganz einfach in Gebetskämpfen. Und nach einiger Zeit lernst du auch den Herrn anzuflehen und du weißt, Gott hat es gehört, vielleicht noch nicht sichtbar erhört, aber hat es gehört. Und dann kannst du dann im Glauben auch sagen, ich kann nun weitermachen, weil der Herr hat schon gearbeitet aufgrund des Gebets. Ein anderer Grund, warum Gebet nicht beantwortet wird, ist ein Geist, die verweigert zu vergeben. In Matthäus Kapitel 6, Vers 1. Habt
Acht auf eure Almosen, dass ihr die nicht gebt vor den Leuten, dass ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr habt anders keinen Lohn bei eurem Vater. Das suche ich nicht. Matthäus 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schulden, wie wir unsere Schuldigen vergeben. Das heißt, lerne kein bitterer Geist zu haben. Das ist nicht eine mäßige Sache, die ich hier besprechen möchte. Das ist eine Sache von dem alten Bund. Das ist wieder eine praktische Sache. Über deine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn du errettet wirst, dann kommst du als Sünde zu Gott. Und im Moment, dass du zu Jesus kommst, er verzeiht dir, du musst keine Sünden bekennen, einfach seine Gerechtigkeit aufnehmen. Und Gott sagt dann mit dem Blut von meinem Sohn, wasche ich dich von Sünde rein, du bekommst die Gerechtigkeit meines Sohnes, ich übernehme deine Sündenschuld. Das ist alles. Das heißt, das kann auch gut sein, dass du noch allerlei Bitterkeit in deinem Herzen hast, aus einer ungläubigen Zeit. Das ist normal. Und dann sagt der Herr, nach einiger Zeit, wenn du wachst in die Gnade des Herrn, ich habe so viel dir verziehen, vielleicht kannst du auch lernen, an anderen zu verzeihen. Oder vielleicht musst du auch etwas in Ordnung bringen mit einer anderen Person. Und dann kann die Wurzel von Bitterkeit, die jahrelang reingewachsen ist, dich einfach verlassen. Und das ist eine wichtige Sache. Stärker noch, in Epheser 4, Vers 32 wird dafür gewarnt, wie man diesbezüglich miteinander als Christen umgehen soll. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einen dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Wie hat er dich vergeben? Du bist als Sünde zu ihm gekommen, wie der verlorene Sohn, und er sagt einfach, komm hier, ich verzeih dich alles, und du kannst einen neuen Anfang machen, und er hat alles vergessen, was du früher gegen ihn getan und gesündigt hast. Das ist Gnade. Nun sagt Gott, wie ich dich damals so vergeben habe, so ist auch ein anderer vergeben. Ja, aber er oder sie hat das und das bewusst gegen mich als Christ getan. Okay, das kann sein. Aber doch lerne sie zu vergeben, wie ich dich in Christus vergeben habe. Tu einem anderen nicht das Vergnügen, verbittert zu bleiben, weil dann sollst du die gleiche Verbitterung von einem anderen übernehmen. Tu ihm oder ihr das Vergnügen nicht. Epheser 4, Vers 16 sagt, Epheser 4, Vers 26 sagt, zürnet und sündiget nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ein Zorn, nochmals, als bibelgläubiger Christ kannst du regelmäßig aufregen auf allerlei Ungerechtigkeit und Sünde, aber lass es einfach da und nimm es nicht mit in dein Herz in den nächsten Tag. Dann für euch Männer, uns Männer, eine Warnung bezüglich Verbitterung in Kolosser 3, Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Weiber und seid nicht bitter gegen sie. Du kannst dich aufregen, wenn deine Frau etwas tut oder nicht tut. Und das ist verständlich, aber das muss raus und vergeben und ausgesprochen werden bis nächsten Tag. Du sagst, ja, aber du kennst meine Frau nicht. Das stimmt auch schon. Du kennst meine auch nicht, deine auch nicht, aber... Was wir nicht tun können, ist die Frau ändern, aber was wir tun können, ist unsere Haltung ändern. Das kannst du tun. Und das ist unsere Aufgabe und was sie tut, das ist dann, damit ist es ihre Verantwortung. Eine Frau sagt mir, alles, was ich dir sage, geht in eine Ohr rein und andere Ohr raus. Und da sagte man, ja, genau. Alles, was ich sage, geht in dein Ehe rein und kommt aus deinem Mund. Ja, so sind dann diese Standardwitze, die man untereinander so hin und her gibt. Und das gehört auch zum Leben. In 1. Petrus 3 wird es eine sehr wichtige Warnung gegeben für uns Männer, bezüglich das Nicht-Antwort bekommen auf unsere Gebete. Und das hat zu tun mit, wie wir mit unserer Frau umgehen. 1. Petrus 3, Vers 7, desselben gleichen die Männer, wohnt bei ihnen mit Vernunft und gebt dem Weiblichen aus dem schwächsten Werkzeuge seine Ehre, als auch Miterben der Gnade des Lebens, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Also die Gebete von einem Mann können verhindert werden, wenn wir als Männer nicht mit Vernunft bei ihnen wohnen.
Het is niet wie, niet met een man, maar het is een vrouw. En ze braucht meer eer te bekommen, meer loop te bekommen als vrouw als een man. Ik heb het oft gezien, iemand mich dankt of zo, dan werd ik immer een beetje zo. Wat wil die persoon van mij, weißt du? En de vrouw denkt dan van, nou ja, ik wil geprezen, dat is schön, weißt du, nog een beetje meer loop. En wenn jemand mich, dan denk ik immer van, nou, wat wil je dan, wat komt nun, weißt du, als negatives direct. En daar muss man sich an gewöhnen. Een man soll seine Frau preisen. Man muss nicht als Mann immer erwarten, dass die Frau ihm preist. Gebeden kunnen deswegen niet beantwoord werden. Gehen wir nach Jakobus. Jakobus is schon een brief met sehr viele Sachen über das Gebet. Lehrmäßig für Juden in Trübsalszeit. Jakobus 5, Vers 9. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, auf dass ihr nicht verdammt werdet. Siehe, der Richter ist vor der Tür. Also gegeneinander seufzen, jammern, sich beklagen. Ah, ich habe es so schwer. Ah, es ist so schlimm. Wie geht's dir? Ja, es geht schon gut, aber. Also, da kann man so in eine Art von Seufzen verfallen. Ist nicht richtig. Lerne auch Dinge unter das Blut zu bringen. Christen in einer Ortsgemeinde, die können auch ganz gemein sein und ein anderer auch Jahre nachträglich alle Dinge nachtragen. Die Welt ist oft besser darin. Nochmals, ich habe viel Fußball gespielt und dann, ob es ein Training war oder auf dem Feld war, da ging es hart, da wurde ziemlich die Wahrheit gesagt, da wurde miteinander geschimpft und so weiter. Oder alles Mögliche wurde gegen den Gegner gesagt, von Ellenbogen bis. Und dann, nach das Spiel war fertig, dann haben wir gesagt: Hey, trinken wir noch etwas miteinander? Und dann war es alles fertig. Das ist kein Problem. Aber Christen ab und zu, die können jahrelang Dinge nachtragen. Und die sagen: Das verzeih ich so und so niemals. Ja, indirekt. Is het een behindering in deine Beziehung met de Heer, in dein persönlichen Gebetsleben? Erlaubt dat einfach niet, dat de Feind dat gebraucht, om deine Freude wegzunehmen. En nogmaals, es gibt viele Beispiele darin. Wenn du säufst oder eine Verhärtung hast, eine Verbitterung hast, man kann es vergleichen met een kleine Bube, die hat gebetet, in seinem Bett mit seiner Mama. Und dann hat seine Mutter gesagt, du kannst nicht während des Gebets auch deinen kleinen Bruder noch so schlagen und irritieren. Das geht einfach nicht. Ah ja, na, dann hat er angefangen zu beten und dann hat er gesagt, oh Herr, bitte, Entschuldigung für eine Minute, ich muss hier meinen Bruder eine geben, weil er hat mich wieder geärgert und dann hat er noch aufgehört und eine gegeben und dann wieder zurückgegangen ins Gebet, also dass er nicht noch eine Verbitterung war, gar, dann er noch keine zurückgegeben hat. Das war seine Interpretation von diesen Bibelstelle. Und das natürlich können wir nicht tun. Amen. Wir können nicht einfach sagen, ich gebe Bruder oder Schwester so eins zurück. Man muss es einstecken, den Herrn sagen, Herr, ich verzeihe diesem Bruder und weiterziehen. Das ist eine der Sachen, die man ja, durch Schande und Schande lernen muss. Und ab und zu muss man sich erniedrigen diesbezüglich. Ich meine, gut, ich war gerade zum Glauben gekommen und es war bei einer Studentenorganisation und dann habe ich gesagt, ich gehe mit ein paar Jungs, gehe ich dann Zeuge, Bibelstelle lernen, Gebete und so weiter. Und das hat Jahre danach ist einfach gewachsen. Und die andere Gruppe, in dieser schönen Gruppe, die hat sich dann auf soziale Sachen, aber niemand ist da zum Glauben gekommen, wurde nicht gezeugt. Und da kam ein Neid von anderen auf uns. Und da wurde böse Dinge getan, gesagt, und man hat dann gesagt, du gehst zu dieser Person hin und du musst einfach sagen, du musst es in Ordnung bringen. Ja, sag ich, aber ich habe doch nichts getan. Du musst es in Ordnung bringen. Tu, was du kannst. Und das ist deine Sache. Ich musste mich erniedrigen und gesagt, hey Bruder, so und so. Ich habe vielleicht nicht gut reagiert auf was du getan hast. Und der andere hat gesagt, nein, nein, das war nicht bewusst getan. Das war schon getan. Aber ich musste mich entschuldigen für ja, Dinge, wovon ich dachte, bin ich der Schuldige. Und er hat gesagt, tu das. Und wenn ich es getan habe, habe ich gesehen, der Herr hat uns mehr gesegnet mit mehr Leuten, die zum Glauben kamen. Und die andere Gruppe, ja, die ist einfach so geblieben, niemals rausgegangen, niemals gezeugt, niemals Leute zum Herrn geführen können. Aber der Herr hat gesagt, du musst dich erniedrigen, durch dich entschuldigen, ob du etwas Falsches gesagt und getan hast oder falsch reagiert hast. Aber da war dann keine Chance von Verbitterung von meiner Seite zu der anderen Seite. Und das sind kleine Dinge. Und wenn du es nicht tust, kannst du wie ein Heuchler dargestellt werden. Das möchtest du nicht tun. Schlussendlich möchte ich sagen,
Ein Gebetsbehinderung wird erwähnt in 1. Johannes 3, Vers 22. 1. Johannes 3, Vers 22. Vers Johannes 3, Vers 22 sagt, und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist. Tust du, was Gott gefällig ist. Versuchst du herauszufinden, was ist deine Wille für mich, um ihm zu gefallen. Nicht eine Gruppe von Regeln, das und das muss ich tun oder das und das und das darf ich nicht tun und dann gefällig Gott. Das hat nichts zu tun mit Gott gefallen. Gott gefallen ist einfach zu sagen, Herr, hier bin ich, ich bin errettet durch dein Blut. Ich möchte etwas tun, was dir gefällt. Bitte zeig mir, was das ist. Und du es aus Liebe zu seiner Ehre. Und das ist auch ein Grund, warum Gott dein Gebet beantworten kann oder nicht beantworten kann. Du weißt ganz genau, was Gott gefällt. Du weißt auch ganz genau, wenn du alleine bist und du sagst zum Beispiel, weißt du, was denkt Gott von das und das und das? Wenn ich nur ein bisschen rauche, ein bisschen trinke, ein bisschen droge, ist ja noch nicht geschrieben, dass du es nicht gebrauchen kannst oder trinken kannst in der Bibel, richtig? Dann sage ich immer, na, weißt du, was du tun musst? Geh einfach alleine in ein Zimmer und frag Gott und sag, Gott, bitte zeig mir, was du denkst von, was ich hier tue. Ist das dir gefällig oder nicht? Und ich bin sicher, dass innerhalb von ein paar Minuten weißt du ganz genau, das gefällt dir oder das gefällt dir nicht. Und dann ist es an dir, um damit zu stoppen. Vielleicht, und das habe ich oft gesehen mit uns germanischen Leuten, wir sind gut, um zu sagen, ah Gott, wir sind errettet, gib mir ein bisschen Geld, ist kein Problem. Geh in die Mission, geh auf die Straße, das können wir auch alles tun. Das geht noch, da sind wir gut in. Aber was meiste Problem ist mit germanischen Leuten, ist, wenn Gott sagt, willst du das für mich aufgeben? Willst du damit aufhören. Nur um mir zu gefallen. Und dann denken wir oft, ja. Und dann haben wir alle Ausreden. So sind wir. Etwas aufgeben nur für den Herrn. Und nicht mal fürs Zeugnis oder so. Nur um ihm zu gefallen. Er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben, als Gottes Sohn, um Gott zu gefallen, seinem Vater zu gefallen. Und um uns zu gefallen, um unsere Seele zu retten. Na, was lassen wir nur, um ihm zu gefallen. Das war bei mir der wichtigste Punkt. Na gut, zum Glauben. Und dann hat der Herr mir gegeben, ich habe mir dann gebetet über Fußball, gedacht, weißt du, Fußball, das ist doch, die Bibel sagt nicht, Fußball ist eine Sünde. Das kann ich schön tun. Und dann Anfang des Jahres gebetet und gesagt, na, was denkst du eigentlich über Fußball, über die Herrschaft Jesus, über was du denkst, über, und ja, ich habe gedacht, das ist kein Problem, kann ich einfach weitermachen. Und dann hat Gott mir einen Vers gegeben, so meine persönliche Erfahrung hier. In Johannes 12, Vers 24. Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viel Früchte. Und er sagt, willst du Frucht bringen? So, ja, ich möchte schon heute zum Glauben kommen. Sagt er. Hat das Bibelstelle gelernt und das getan. Und aber das ist noch ein Ding. Etwas fehlt. Ich will, dass du das einfach für mich aufgibst. Ach ja, aber ich bin der erste Mann bei der Uni und so weiter. Jeder kennt mich, kann Zeuge und so weiter, ein gutes Beispiel sein. Und ich trinke auch nicht da. Der hat gesagt, du musst sterben. Ja, aber Herr, du musst sterben. Und wenn du nicht stirbst, kommt keine Frucht. Kann der Weizenkorn stirbt nicht, gibt niemals Frucht. Das ist ein Gesetz. Und es kann bei euch etwas sein, wenn er nicht stirbt, an etwas, wovon du denkst, das ist eine kleine Sache. Kann für Gott eine große Sache sein. Das kann dein Isaak sein. Das möchte ich niemals aufgeben. Wenn Gott mir das mal, hoffentlich niemals fragt. Und weißt du, was Gott oft tut? Das, was du im Herzen am liebsten hast, was vielleicht ihm nicht gefällt, dann sagt er, willst du das aufgeben, nur um mir zu gefallen. Dann habe ich gesagt, weißt du, das war auch nicht richtig, was ich gemacht habe. Ich sage, weißt du was, Herr? Ich höre schon auf, ein Jahr. Und wenn nach einem Jahr kein Frucht kommt, weil das sei da geschrieben, ein Frucht muss kommen, dann gehe ich wieder zurück. Und er hat gesagt, ein Jahr. Nach einem Jahr waren 19 Leute zum Glauben gekommen und einige wollten, dass ich sie weiterhelfen konnte. Und dann habe ich gedacht, nach diesem Jahr haben die Jungs gefragt von der Mannschaft, hey Nico, wir brauchen dich wieder, weißt du, dies und das. Und er hat gesagt, hey, weißt du noch, was du gesagt hast? Wenn da kein Frucht kommt, also zurück, wenn da Frucht kommt, dann gehst du weiter. Ah, ja. Und dann habe ich gelernt, von davor auch, ich habe mal Knieprobleme gehabt, wenn du ein Versprechen machst und du brichst es, kann der Herr dich schon züchtigen.
Und wenn er dich züchtigt, das ist viel schlimmer, als wenn eine Person dich züchtigt. Da habe ich schon ein gutes Vorurteil gesagt, ich kann besser tun, was Gott mir hier gezeigt hat. Bleibe bei, was ich nun tue, bleib weg von diesem Sport. Und ich habe noch immer spiele ich mich mit meinem Sohn regelmäßig Fußball. Aber für die Meisterschaft und das so von mal pro Woche trainieren und so weiter, das muss ich einfach lassen. Das war mein kleines Ding auf dem Altar. Und dann hat Gott das Gebet beantwortet und noch später nochmals Seele zu Jesus führen dürfen und sie helfen zu wachsen. Meine Meinung ist eine der schönsten Dinge, die Ewigkeitswert hat, die ein Mensch tun kann mit seinem Leben. Und jede Person kann das tun. Du musst nicht als Vollzeitmissionar oder Mann sein oder jeder Frau, Kind kann von Gott gebraucht werden, um einen anderen zum Herrn zu führen und durch Gottes Gnade geistig Frucht zu tragen. Nochmals, frag den Herrn, was gefällt dir oder was gefällt dir nicht? Sag den Herrn, ich möchte dich gefallen. Zeig mir, was dir nicht gefällt und frag den Herrn, bitte, hilf mir das in Ordnung zu bringen. Wenn es Verbitterung ist oder Sünde ist oder etwas Unrechtes in meinem Herzen, frag den Herrn, er offenbart es, bekenne es, sag es dem Herrn, ändere dich und lass den Herrn seinen Segen in dir ausarbeiten. Und nochmals, wenn du das getan hast, diesen Schritt, dann sagst du 100% sicher, diesen Schritt hätte ich viel früher nehmen müssen. Und in Unglauben bleibst du dann oft hangen in dem, was du denkst, das gefällt mir, aber es kann vielleicht der Herr nicht gefallen und indirekt ein Stolperstein sein, um Gottes Segen in dir zu erfahren. Amen. Lass uns zusammen noch mit einem Lied anfangen, abschließen. Lied Nummer 244. 244 von dem Heiland an dem Kreuze. Will ich singen und...